Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Warframe. So, was steht nämlich heute an bei Warframe? Ah, Razorback Armada ist zurück auf der Xbox übrigens. Und ja, dort zeige ich euch das Event. Und die wollen das Strata-Relais in, ja, von der Erde besetzen, besser gesagt. So, wenn ihr euch einloggt, dann kriegt ihr halt Post von Lotus. Und da erhaltet ihr dieses Razorback-Hackmodul, was ihr halt braucht. Und das Interessante ist, es gibt eine spezielle Ressource über dieses Event. Das nennt sich das kryptografische Alu. Und das kann man sich bei zwei Archwings-Missionen sich erfarmen, würde ich sagen. Genau, farmen halt. So, und die ich jetzt erstmal zeige. Ja, man kann sagen, dieses Event besteht aus zwei Teilen. Einmal eine Ressourcenfarm-Mission. Da empfehle ich halt die Neptun-Mission halt, die Archwing-Mission übrigens halt, das mobile Verteidigung und dann das eigentliche Event. So, ich hüpfe da mal einmal kurz rein in der Gruppe. So, zack, einmal reinhüpfen. Da werden erstmal die Ressourcen gesammelt. Ich werde nur einmal das machen halt, um zu zeigen. Und danach werde ich halt dreimal oder so die eigentlich Event-Mission spielen. Die finde ich sogar weitaus besser als das von den Fumurianern. So. Enemy would destroy this data, then have it land in our hands. This is it. The satellite, while I extract what we need. Erstmal hier den Köder dreimal aus, damit ich genug Zeit habe. 4 the Tenno. So, dann mal schauen. Wo kriege ich das kryptografische Alu her? So. Oder welche Gegner lassen das erfallen? So, die fliegen dann weiter voraus, das ist okay. Bleib ich so lange hier. Weil irgendeiner muss ja diesen Satelliten verteidigen. Still working on it. Continue to defend. So. Oh, momentan ist da nichts los. Da hinten ist noch einer, den schnapp ich mir noch. Wieder X fallen gelassen und schnell wieder zurück. I need find the next satellite. Oh. Jetzt bin ich hier schon mal fertig. Ah, die haben da ordentlich schon mal aufgeräumt. Das ist schon mal gut. Defend this satellite. Okay, schon mal zwei kryptografische Alu bekommen. Wunderbar. Ja, ich empfehle dafür, für diese Investition einen Ressourcenbooster zu holen. Weil die Teile sind so selten, dass ich da schon mal einen kleinen Booster mal zu investieren. Still working on it. Continue to defend. Jetzt haben wir die Köder rausgeschmissen.
the data. Weiter Move geht's. On to the next target. Okay, da rein. Do not let the destroy the satellite before I have what we need. Satellites have been hacked. To extraction. So, dann würde ich mal sagen, weiter geht's. So, jetzt noch mal schnell zum Ausgang. Das war nämlich der erste Teil, die Ressourcenbeschaffung. Mal schauen, wie viel Kryptografie ich bekommen habe. Oh, ganze 12 Stück. Ja, das ist in Ordnung. Das ist wirklich diesmal ordentlich, wie ich finde. Also, mal noch ein bisschen warten. So, okay, ja, ich habe zu viele Gripplots. So, dann werde ich jetzt die Event-Mission jetzt spielen, die diesmal auf der Erde oder in Sektor Erde stattfindet. So, das sind die Razorbacks, dann einmal schnell rein. Das Wichtigste ist halt das Razorback-Hack-Modul. Müsst ihr euren Ausrüstungsrad dabei haben, sonst könnt ihr die Mission nicht spielen. So, mal schauen, wie weit die überhaupt sind. So. So, oh, die sind schon direkt beim Razorback, okay. Ja,
Man muss ja folgende Sachen halt machen, die Börsers erstmal kaputt schießen und dann hacken, damit die von Razorback den Schild hier zermaschen. Direkt ausschalten können, weil so kann man erstmal keinen Schaden machen. Fertig. Wunderbar. Oh, target down. Assassination contract complete. Great, Tenno. No. Target down. Assassination contract complete. Okay, man kann dort kann man sich vor dem Race sicher fahren oder wenn man Glück hat, kriegt man eins von den 420% Durchschlagsmods, die dort ein bisschen interessanter sind bei diesem Event. Gorgon Race würde ich sagen, ist doch auch eine etwas stärkere Version von der Gorgon. Also. So, das war Runde 1. So. Okay. Ach, direkt nochmal. Das ist doch wunderbar. So. Runde 2. Mal schauen, was ich dann diesmal kriege. Vielleicht auch wieder so ein Gorgon-Teil. Eins von diesen 120% Durchschlagsmods. Ich hoffe auf so eine Mod halt. To find the VIP and take them down. Do not let the target escape. If Daniel's prototype survives our assault, he'll be able to draw in a mountain of new offerings. We must turn his scheme against him. Previous strikes against the Razorback failed. You need to find a way to punch through his shields. Hätte ich das vorher gewusst, vielleicht dann. The alarms have triggered the Bursa. Walkers incoming. Watch yourself. Nö, the alarms have attracted a Bursa. Ja, okay, hier kommen auch jede Menge Bursas vor. Stay alert. Scans show this facility is also home to upgraded so, Bursa bipeds. Jetzt zeige ich euch mal die. You may have to drive both at the same so. Time. Oh, okay, ein Autohack. They've brought in reinforcements. Okay. Ja, da haben wir.
auch direkt wieder Wunder geleistet. Ich finde die Parathon noch auch direkt sehr praktisch. Man kann man wird sich immer noch darauf gekocht, dass es aktiviert wird, aber so kann man die Schalter sich mal durchdecken. Was man die Dudel wegmachen. So, ich hack auch mal eben. So, erneut gegen den Razorback antreten. So, einmal. Autohack? Ja. The assassination target is here. Wipe them out. Meine Güte, was ist hier los? Da muss noch einer. Zack. Okay, das war Razorback Nummer 2. Target down. Assassination contract complete. Great work. So, jetzt schnell zum Ausgang. So, die Hyänerudel weggemacht. Weg mit dir. So, Ausgang. So, was krieg ich als nächstes? Bohrener Schlag. Eins von den 150% Durchschlagsmods. So, das ist schon mal gut. Und eine Runde würde ich noch machen, dann reicht das aber auch. Okay, dann würde ich mal die Gruppe verlassen. Auf eigene Faust gehen. Oder ich finde wieder eine Gruppe.
So. Ach ja, die Asynchronizität. So. Da durch. So. Previous strikes against the reservoir failed. You need to find a way to punch through its shields. So, wenn man das Ding manuell hackt, dann Hut ab, sage ich. Sonst ist der halt das Hackmodul verbrauchen. So. So, ich bin schon da. Jetzt muss ich noch auf die restliche Truppe warten. The assassination target is here. So, wipe them out. Dann heißt es den Razorback wieder kriegen. Ja, komm mal her. Okay, das wird jetzt länger dauern durch die Nova. Diese von den Nova dabei ist schon etwas. Ja. Ist schon etwas nervig, würde ich sagen. Weil durch diese Antimaterie wird ja alles langsam. Okay.
the Lotus. Ich verstehe auch nicht, was die Nova ganz mit dieser Materie bewirken soll. Es ist schön und gut, dass alles langsam wird, aber da heißt es doch eher ein bisschen Schnelligkeit. Us anymore. Let's get out of here. Oh. Walkers incoming. Assassination contract complete. So, Bohrung abbekommen. Einmal 220%ige Durchschlagsmax bekommen. Nicht schlecht. Gut ab. Has messages okay. For the operator. Anything about orders? Genau. Wenn ihr es schafft, dreimal den Razorback zu besiegen, dann kriegt ihr von Lotus als Belohnung einen fertig gebauten Orokin-Beschleuniger und 200.000 Credits obendrauf. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss.